Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Bioshock 2. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Oh, das war ja mal gar nichts. Hallo, das war im Grün. Scheiß Idioten. Ey, ich hab keine Lust mehr hier auf den Scheiß. Jetzt gib mal halt diesen Scheißinhalt. Was? Immer beim letzten. Alter, ich. Gibt's immer nicht. So. Alter Falter. Jetzt habe ich mir natürlich hier total das ganze Ding versaut. So, wir hören uns das mal an hier. Agnus Dei. Was? Achso, das war wahrscheinlich so irgendwie so ein Codewort hier. Für das hier wahrscheinlich. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Firmeneigentum. Herrlich. So nicht. So, was haben wir hier schön noch? Nichts mehr. Schade. Da kommen wir wieder rein, hoffe ich. Mit dem Passwort. Hat man den jetzt schon ausgeräumt? Ne, den hat man nicht ausgeräumt. Sehr gut. Und jetzt können wir hier rein, hoffe ich. Aber ich schätze mal, da wird es ein Problem geben. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Oh. Erstmal hier aufräumen. Und wir hören uns mal nebenbei das Tonband an. Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent. Aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen!
Weil ich es gehackt habe, oder was? So, und dann gehen wir mal hier ran. Hier muss es doch irgendwo das Plasmid geben, womit wir einen Big Daddy übernehmen können. Aber das muss natürlich erstmal gefunden werden. Ich dachte echt hypnotisieren. Ach so, jetzt kannst du die starken Kerle rekrutieren. Ah. Das wird sein. Wir mussten einfach nur bis zur Stufe 3 hoch uns hocharbeiten. Sie brauchen dickere Freunde zur Verwendung, um Big Daddy auf ihre Seite zu ziehen. Das wird sein. So, wir schauen uns mal hier um. Hier gibt es sicherlich noch irgendwas Schönes. Bohrerschleicher, Elektrohaut, Eissturm, was es hier alles gibt, ne? Eve-Experte. Kannst eine weitere Eve-Spritze tragen. Na gut, hier passt hier nichts rein. Ich mach das mal da rein. Verbraucht weniger Eve. Dahin. Kurzschluss. Ja, da hätten wir eigentlich soweit alles, was mir jetzt so wichtig wäre. Okay. Ja, das lassen wir erstmal. Sparen wir noch ein bisschen den Rest. Wie läuft das jetzt hier? Geht trotzdem mit der roten Kugel, oder? Nicht, dass ich jetzt hier den wieder beballer und Ärger kriege. Schauen wir dann mal. Ach, guck mal, da ist auch schon einer. Test. Da guckt aber nicht sehr freundlich. Oh, scheiße. Ich habe leider nur noch eine Granate. In your face. Und was haben wir noch zu bieten? Phosphorschrot. Und den Rest machen wir mit der Minigun. So, mein Freund, das war's. Vielleicht noch Minigeschütz abgesahnt. Sehr schön. Und die weint. Die nehmen wir mit. So. Ich habe die Befürchtung, das bringt nur was, wenn da keine Little Sister ist. Muss man mal schauen. So, den nehme ich mal jetzt nicht mit. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Was? Gefeuert! Also gefeuert, meinst du? Okay. Oh oh. Oh oh. Ich weiß genau, was du vorhast. Du bist hinter meinem Job her, stimmt's? Mit deiner Ausbildung?
Weißt du, was für eine Sorte Mensch wir in diese Anzüge gesteckt haben, wie du einen trägst? Hm? Kriminelle, Delta. Du fliegst doch in hohem Bogen aus dem Vorstandszimmer, aus der Stadt. So, bringst du mal auf hier? Ach, hier. Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur, Junge. Wenn du ganz unten bist, nur Qual und Pein, nass und nässer geht's dir rein. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Ach so, das war's noch nicht. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Okay, da müssen wir uns nochmal umsehen. Vielleicht gibt's hier irgendwo so ein System, was wir abstellen können. Oh, liegt ein Kollege. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Wir können nur noch hoch. Da gehen wir vielleicht auch gleich mal hoch. Oh, das Klo. In Bioshock 1 schon sehr beliebt. So, und dann gehen wir noch zu den Herren. Siehst aber heute schön aus, Darling. Meine Güte. War schon ein bisschen widerlich. So. Haben wir das Klo auch ausgeräumt. Was gibt's denn hier noch Schönes? Phosphorschrot, ja. Ist aber ganz schön teuer, ne? Fischi, Fischi, Fischi. Noch mehr Fischi, Fischi, Fischi. Oh, die haben Probleme, sehe ich gerade. Jetzt nicht mehr. Soll ich dich mal reparieren? Geht das überhaupt? Ja. Nee, doch nicht. Nee, schade. So sollte es auch so eine Funktion geben, irgendwie reparieren oder sowas. Hä? Zu? Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir nirgendwo rein. So, da müssen wir wahrscheinlich den Knopf hier drücken, schätze ich mal. Wobei, der wird jetzt sicherlich jetzt auch wieder uns voll labern. Mal gucken. Dank der neuen hierbei von Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Ja, sieht man. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Nö. Machen wir nicht. Dankeschön. Oh, super. So. Ein Problem weniger. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Überall liegen hier Leichen rum, die wir ausnehmen können. Ich habe aber nicht so richtig Lust, gerade die Little Sisters da loszulassen. Oh. Denn es ist, wie gesagt, nicht so spannend. Aufgrund der Tatsache, dass immer so viel damit gemacht wird, also dass man jedes... Sind das Puppen?
werden wir gleich erfahren. Ja, ja, doch. Das sind lebende. Lebende Puppen. Eins, zwei, drei, okay. Ich dachte, jetzt einer ist weggelaufen. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man nicht so gut lesen. Schade. Und wieder eine Leiche. Sag mal. Gibt aber viele Leichen hier zum Ausnehmen. Oh, und da ist das System, was wir ausschalten müssen. Sehr gut. Das schauen wir uns gleich an. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Hier können wir mit Blitz durch. Das lassen wir erstmal. Obwohl, warte mal, das können wir vielleicht hacken. Okay, doch nicht. Muss ich mal saufen? Nö, lieber nicht. Na gut, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.